Und dann hat sich das aber ziemlich verändert, sage ich mal. So, ne? Ich kann mit den Grünen wirklich überhaupt gar nichts mehr Das ist anfangen. die Frage, ob wir uns geändert haben oder ob die Welt um uns herum sich geändert hat. Also Ja. ich bin ja weiterhin der Auffassung, dass ich meinen Prinzipien durchaus treu bin. Es ist ja eher, dass, wie gesagt, dass die Welt sich verändert hat und dass man auf einmal, ich habe jetzt gerade eine Entscheidung gekriegt vom Gericht aus Berlin, dass man, wenn man für Grundwerte steht, dass man dann eben ein Rechter ist. Also das haben die ja so gesagt. Also die Aussage war, wer für traditionelle Werte steht und eine grundsätzliche Veränderung der Gesellschaft und der traditionellen Werte nicht will, der ist rechts. So, Nein. also das ist eigentlich eine klassische Definition mal für konservativ gewesen, wobei ich mich jetzt selbst auch nicht als konservativ sehen würde. Aber natürlich habe ich, was Grundrechte betrifft und so weiter, eine konservative Sicht, weil ich die recht gut finde. Also unsere Grundrechte und allgemeine Erklärung der Menschenrechte, da will ich schon nicht hinter diesen zivilisatorischen Fortschritt, will ich schon nicht zurück. Damit ist der Begriff rechts natürlich völlig entwertet, oder rechtsaußen, Sie haben ja sogar gesagt rechtsaußen. Und damit ist dieser Begriff natürlich völlig entwertet. Also von Ja. daher glaube ich auch, dass du eigentlich deine Werte wahrscheinlich gar nicht verändert hast, sondern die Gesellschaft um dich herum hat sich so verwandelt, dass jemand, der eben auf individuelle Freiheit steht. Also ist ja das, was ich sage, zum Beispiel für Umweltschutz, Naturschutz sind wir doch alle. Also niemand, Ja, auf jeden Fall. also diese klassischen Werte. Also von daher glaube ich nicht, dass du dich verändert hast, sondern einfach die Welt drumherum. Eben die Welt drumherum, Ne? genau. Magst du dich mal kurz für Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen oder nicht so gut kennen, kurz vorstellen? Ja, also ich heiße Ralf Ludwig, bin Rechtsanwalt, bin eigentlich vom Fachgebiet her Sozial- und Verwaltungsrechtler. Ich mache also im Wesentlichen Sozialrecht. Eigentlich vor Corona habe ich mich auf die Kita-Klagen spezialisiert. Das heißt also, ich habe im Wesentlichen Kita-Verfahren eingeklagt und also Kita-Plätze eingeklagt und bin dann 2020 habe ich natürlich auch. Es kam diese Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie, lebe ja teilweise in Spanien, weil meine Tochter hier zur Schule geht, habe ich hier in Spanien erstmal erlebt und habe dann gemerkt, wie so immer näher kam. Jetzt müssen, also es konnte da nicht mehr geflogen werden, teilweise aus Italien. Dann hieß es hier auf einmal, Diskotheken, die größer als 300 Plätze sind, werden geschlossen, Geschäfte werden geschlossen. Also es kam immer näher. Und da habe ich gedacht, na ja, was ist denn das? Habe dann so ein bisschen an Tschernobyl damals gedacht und habe gedacht, okay, das werden sie jetzt möglicherweise so für 1, 2 Wochen ist das Thema und dann ist das vorbei. Ja. Und habe ja dann auch noch in Deutschland gelesen, dass es Fake News wären, dass es einen Lockdown gäbe oder ähnliches. Und habe erstmal das beobachtet und dann ging es ja richtig los 2020 mit den Lockdown-Maßnahmen. Und da habe ich das dann, ich habe es hier in Spanien, wie gesagt, erlebt. Hier in Spanien war es anfangs viel, viel schlimmer als in Deutschland mit den Maßnahmen und habe gesagt, okay, ich bin Anwalt, ich mache Sozial- und Verwaltungsrecht, mache auch Verfassungsrecht, habe also einige Verfassungsbeschwerden schon gemacht. Mein Platz ist jetzt in Deutschland, habe dann zu der Mutter meiner Tochter gesagt, okay, ich muss nach Deutschland, bin nach Deutschland gegangen und habe angefangen, dort einen Kanal auf Facebook zu machen, der hieß Corona-Pandemie fällt heute aus. Der ist relativ schnell gewachsen. Dann habe ich mich entschieden, quasi aus rechtlicher Sicht die Entscheidungen, die damals gefallen sind, zu kommentieren und zu sagen, wie ist eigentlich die rechtliche Sicht in Bezug auf Corona, wie ist die verfassungsrechtliche Sicht. Habe darüber dann Michael Ballweg, den Gründer von Querdenken 711, kennengelernt. Habe für ihn das erste Verfahren gemacht, wo wir dann damals noch vor dem Bundesverfassungsgericht durchgesetzt haben, dass Demonstrationen auch in Pandemiezeiten erlaubt sein müssen. Und bin so dann quasi in die, sag ich mal, in diese Corona-kritische Bewegung reingerutscht und bin bis heute dort eng verbunden. Ich bin der Verteidiger von Michael Ballweg, der ja angeklagt ist, der ab Oktober sein Strafverfahren hat und habe einen relativ großen Kanal auf Telegram als Anwalt, wo ich auch im Wesentlichen natürlich versuche, das Ganze rechtlich zu begründen, habe dann als Richter Detmar, ein Weimarer Richter, Ja. Als bei dem die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, da habe ich gesagt, okay, jetzt ist für mich die absolute rote Linie überschritten. Also wenn quasi in dieser Form in die Justiz eingegriffen wird, dann müssen wir was tun und habe dann eigentlich hieß es Richter-Detmar-Zentrum, er hat mich dann gebeten, dass ich es so nicht nenne, das ZAV gegründet, also Zentrum für Aufarbeitung, Aufklärung, juristische Verfolgung und Verhinderung aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgrund der Corona-Maßnahmen. Also Genau, hört ich sich habe sehr das auch lang schon an. recherchiert, Aber ja. das sind die Themen, die halt dabei sind. Wir haben mittlerweile von diesem Zentrum aus eine Strafanzeige gemacht gegen 592 Politiker und Richter wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, weil die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist aus meiner Sicht das offensichtlichste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil es ist klar, der Staat darf keine unschuldigen Menschen töten.
Und es war von vornherein klar, was jetzt ja auch die RKI-Protokolle belegen und andere Protokolle, die wir haben, dass Menschen sterben durch die Impfung, dass es also Nebenwirkungen bis hin zum Tod gibt. Und wenn der Staat das dann verpflichtend anordnet, begeht er aus unserer Sicht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da haben wir eben entsprechende Strafanzeige erstattet. So vielleicht der kurze Abriss. Und in diesem Zentrum für Aufarbeitung, da arbeite ich jetzt. Da bin ich von einer, wir haben verschiedene Organisationen, bin ich von einer Organisation der Geschäftsführer. Und arbeite halt in dieser Form an der Aufarbeitung mit. Wir unterstützen auch Untersuchungsausschüsse zum Beispiel, also den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Brandenburg zu den Corona-Maßnahmen. Da haben wir die AfD-Fraktion zum Beispiel unterstützt und werden jetzt nach den kommenden Wahlen wird es ja noch weitere Untersuchungsausschüsse geben. Es ist jetzt gerade einer in Hessen beantragt. Auch da werden wir unterstützen an der Aufklärung über diese Maßnahmen, die da passiert sind und vor allen Dingen eben über die juristischen Fragen, die sich daraus ergeben, mitarbeiten. Arbeitest du da mit mehreren Anwälten zusammen oder machst du, das ist ja wahnsinnig viel, was du da halt eben mit diesem Verein ZAVV, ZAAVV halt eben anschiebst? Das ist ja eine ganze Menge. Machst du das alles alleine? Nee, alleine. Also der Verein ist ja kein Verein, es ist ja, sind vier verschiedene Organisationen. Also es gibt eine Stiftung, die wir jetzt gerade gegründet haben. Es gibt einen Förderverein, der das Geld sammelt. Es gibt ein Think Tank, das ist ein Schweizer Verein, Habeas Corpus heißt der, also nach dieser britischen Akte, ne, mein Körper gehört mir, du darfst also auch nicht ins Gefängnis geworfen werden ohne richterlichen Beschluss und so weiter. Also dieser Habeas Corpus Akt, danach ist der benannt worden. Und es gibt quasi eine Werbeagentur oder Public Affairs Agentur, wie man es auch immer bezeichnen will, die quasi dann die Marketingmaßnahmen macht, die Öffentlichkeitsarbeit macht und so weiter, die also quasi das operative Geschäft macht. Da bin ich der Geschäftsführer. Und wir sind aktiv aktuell um die 40 Personen, die da Wow. mitarbeiten. Ja. Und wir haben 1900 Fördermitglieder, die natürlich auch aktiv eingebunden werden, die mitmachen. Und ansonsten arbeiten wir natürlich eng mit den Anwälten für Aufklärung zusammen, mit den kritischen Richtern und Staatsanwälten Christa. Und es ist aber so, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich, eine Strafanzeige schreibt, diese Strafanzeige gegen die Bundestagsabgeordneten, die Bundesratsmitglieder, den Bundespräsidenten und die Verfassungsrichter, die quasi diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ermöglicht haben, da schreibe ich die natürlich vor mit einem kleinen Team, die keine Anwälte sind. Und das wird dann verteilt an ganz viele Kollegen, Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte, die das dann nochmal durchlesen, die dann sehr, sehr kritische Fragen dazu stellen, die sagen, okay, an der und der Stelle könnte der Generalbundesanwalt folgende Einwände haben und dann wird das nochmal überarbeitet. Also das ist schon immer ein Gemeinschaftsprodukt, das macht nicht einer alleine. Okay. Das heißt, es gibt Hoffnung, dass es doch noch genügend auch kritische Richter gibt, die damit an Bord sind. Naja, das ist sicherlich genauso wie der Gesellschaftsdurchschnitt. Also bei den Anwälten sieht man das ja schon. Also die Zahl der Anwälte für Aufklärung ist natürlich eine geringe Zahl. Ich glaube, knapp 200 sind da Mitglied oder sind daran beteiligt, sind dann auch nicht alle aktiv. Aber das ist ja normal. Also wenn man sieht, wie viele Anwälte es gibt, sind natürlich diejenigen, die sich aktiv beteiligen für Menschenrechte, ist eine relativ geringe Zahl. Das wird bei den Richtern und bei den Staatsanwälten ähnlich sein, aber auch natürlich bei den Richtern und Staatsanwälten haben wir kritische. Wir haben jetzt aus meiner Sicht aktuell zwei Richtungen in der Justiz, die wir bemerken. Die einen, die halt massiv versuchen zu verdecken und zu verhindern, dass aufgeklärt wird, was sie ja selber falsch gemacht haben. Was man auch aus der persönlichen Sicht dieser Richter nachvollziehen kann, weil sich dem Grunde nach jeder Richter, der mitgemacht hat, auch strafbar gemacht hat. Das heißt also, wenn wir erstmal den ersten Schritt haben, dass wir die Strafbarkeit festgestellt haben wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit, weil eine Voraussetzung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist immer, dass es ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung oder Teile der Zivilbevölkerung geht. Und die Systematik wird halt dann entsprechend überprüft. Und Systematik bedeutet, es haben viele Menschen mitgemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Auschwitz-Prozesse guckt, die späten Auschwitz-Prozesse, die wir jetzt haben, welche Leute dort vor Gericht stehen, ja im hohen Alter, wegen Taten. Also der eine, Janjuk war, glaube ich, der war Kriegsgefangener und hat dann als Kriegsgefangener in den Lagern mitgeholfen, eben in der Vernichtungsmaschinerie, ist dafür auch verurteilt worden. Ob der Bundesgerichtshof diese Verurteilung gehalten hat, wissen wir nicht, weil er vorher gestorben ist. Dann war
glaube ich, der Oskar Gröning heißt der, glaube ich, der ist Buchhalter gewesen, hat selbst gar nicht an den Tötungen teilgehabt, sondern er hat im Prinzip als Buchhalter die Maschinerie mit aufrechterhalten. Also im Prinzip so ein bisschen ja dein Job, was du vorhin gesagt hast. Also aus deinem Bereich kommt der und der hat halt mehr oder weniger, sage ich mal, betriebswirtschaftlich in einem Konzentrationslager, ich glaube sogar in Auschwitz, gearbeitet. Und da wurde dann eben gesagt, auch dieses kleine Rädchen, das mitmacht, ist am Ende an der Tötungsmaschinerie, an der rechtswidrigen, völkerrechtswidrigen Tötungsmaschinerie beteiligt gewesen. Und so muss man das hier auch sehen. Das heißt also, wenn wir dazu kommen, dass es irgendwann, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nie, wenn es irgendwann zu einer echten Aufarbeitung kommt und dann auch zu einer juristischen Aufarbeitung kommt, sind natürlich alle Richter, die völlig unhinterfragt diese Entscheidungen, die sie getroffen haben, ohne dass sie wirklich hinterfragt haben, kann ich das eigentlich, ist das richtig, was passiert da eigentlich, was sind das für Auswirkungen, sind die natürlich alle mit Teil der Täterriege, die dann irgendwann selbst angeklagt wird. Und insofern kann ich verstehen, das war jetzt mein Punkt, dass viele Richter versuchen gerade massiv zu verdecken, zu vertuschen, irgendwie jetzt noch gerade zu rücken, was sie damals falsch gemacht haben. Und ein kleiner Teil der Richter beteiligt sich auch jetzt schon an der Aufarbeitung und stellt fest, mein Gott, da ist ja vieles schiefgelaufen und wir müssen das möglicherweise gerade rücken. Denkst du, dass ihr oder dass wir als Gesellschaft überhaupt eine realistische Chance haben, dass das irgendwann mal so aufgeklärt werden oder die entsprechenden halt eben auch zur Verantwortung gezogen werden können? Oder glaubst du, das wird wahrscheinlich erst die nächste Generation hinkriegen? Ich bin da sehr optimistisch, dass die Aufklärung stattfinden wird. Wann, kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es erst die nächste Generation ist. Wir haben natürlich auch Kontakte. Wir haben Kontakte auch ins außereuropäische Ausland. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, genau. Aus dem außereuropäischen Ausland beginnen da jetzt Bestrebungen, diese Strafanzeige, die wir gestellt haben, auch zu unterstützen. Das ist relativ wichtig, weil wir vor dem Internationalen Strafgerichtshof nur dann tatsächlich eine Chance haben, wenn sich auch Staaten dahinter stellen und Staaten sagen, wir unterstützen eine solche Strafanzeige. Wir sehen hier auch Verfehlungen, Vergehen, Verbrechen, die es aufzuklären gilt. Und da haben sich mittlerweile schon einige Staaten, die ich hier nicht nennen werde, aber durchaus jetzt gesprächsoffen gezeigt. Wir sind da in Gesprächen. Und ich glaube, dass das völlig klar ist. Also wir haben, wie man ja sieht, aktuell eine geopolitische Lage, die wie soll man sagen, die sehr im Wandel begriffen ist. Also die typischen Blöcke, die typischen politischen Gewissheiten oder sagen wir mal die politische Stabilität oder scheinbare politische Stabilität, die wir erlebt haben, die bricht ja gerade überall Ja. in sich zusammen. Na, Ja. also schaut man in den Nahen Osten, schaut man auf den Ukraine-Krieg, schaut man auf die wirtschaftliche Entwicklung in China, schaut man auf die engere Vernetzung der BRICS-Staaten Die und so weiter, BRICS-Staaten. verändert sich gerade was. Der globale Süden wird selbstbewusster. Die afrikanischen Staaten befinden sich gerade in der dritten Emanzipationswelle. Das heißt, während die Europäer bisher immer noch über Wirtschaftsmacht und teilweise natürlich auch über stationiertes Militär Macht ausgeübt hat, haben in den afrikanischen Staaten nimmt dieser Einfluss zunehmend ab. Es sind andere Einflusssphären, die da versuchen, eine Rolle zu spielen, aber das passiert gerade. Also wir sind aus meiner Sicht in der dritten Emanzipationsphase der afrikanischen Staaten. Der globale Süden wird selbstbewusster, also es verändert sich was. Und Ja. bisher ist aus meiner Sicht, sind diese Menschenrechte, und das würde ich auch fast sagen, typisch deutsch, immer als Machtinstrumentarium zur Unterdrückung des globalen Südens angewandt worden. Und das ist denen natürlich klar. Und das heißt also, wenn die jetzt anfangen zu sagen, Menschenrechte sind universell, die gelten für alle, die gelten übrigens auch in Europa und die gelten auch für die europäischen Regierungen, auch die müssen gegenüber ihrer Bevölkerung die Menschenrechte nicht nur in der Sonntagsansprache oder in der Neujahrsansprache des Bundespräsidenten mitteilen, sondern sie müssen sich auch dran halten. Und das ist natürlich in den letzten 4 Jahren nicht passiert. Das wissen wir. Das wissen die Politiker, das wissen die Medien, das wissen die Richter, das wissen die Staatsanwälte, dass wir in den letzten 4 Jahren hier massive Menschenrechtsverstöße begangen haben. Und bisher hatten sie halt die Sicherheit, dass die Gerichte, auch die internationalen Gerichte, durch die westlichen Staaten kontrolliert waren und dass die anderen Staaten im Wesentlichen nicht versucht haben, jedenfalls nicht stark versucht haben, diesen Einfluss zu begrenzen, oder eben auch nicht die Kraft hatten, diesen Einfluss zu begrenzen. Und das ändert sich gerade. Und das ist eben mein Optimismus, dass quasi diese Corona-Krise
ein willkommener Anlass ist auch für die Staaten, die Länder dieser Welt, die ohnehin unterdrückt werden, mit dem Finger auf die Europäer und auf die Amerikaner im Wesentlichen, die das hier ausgeführt haben, zu zeigen und zu sagen, so, das, was ihr da gemacht habt, auch an eurer eigenen Bevölkerung, waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das gehört jetzt aufgearbeitet. Und Siehst dann du passiert die? das auch. Bitte? Also das war ja deine Frage grundsätzlich, dann passiert das auch. Also es ist aber aus meiner Sicht erstmal der politische Wandel erforderlich und wie lange der dauern wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, in dieser disruptiven Zeit, in der wir leben, kann das ganz schnell gehen. Wir wissen ja überhaupt nicht, was passiert. Also wenn du da sagst, du möchtest nächstes Jahr auswandern, ist ja möglicherweise, wenn ich gerade dieses Säbelrasseln der Bundeswehr, der deutschen Offiziere da höre, auch in Pressekonferenzen, wird möglicherweise deine Entscheidung, die du im Kopf schon getroffen hast, in der Realität etwas schneller vonstatten gehen. Das Weil könnte schon sein. wenn hier tatsächlich das Ganze sich zu einem Flächenbrand ausweitet, einen europäischen Flächenbrand, dann wird Deutschland natürlich als Zentrum davon betroffen sein. Und dann, wenn man sich leisten kann, sollte man dann auch das Land verlassen. Genau. Wie siehst du, wenn wir nochmal auf diese ganze C-Geschichte zurückkommen, wie siehst du die WHO und den nun anstehenden Pandemievertrag? Hast du das Gefühl, dass Deutschland sich sowieso sehr unterwürfig oder auch andere Länder sehr unterwürfig gegenüber der WHO verhalten, obschon sie ja gar keine gewählte Organisation in dem Sinne ist? Ja, genau. Also das finde ich spannend, weil du jetzt als erstes quasi die Frage anders stellst als die anderen. Weil du guckst nämlich auch auf Deutschland. Die meisten sagen, ja, dieser WHO-Pandemievertrag und das kann doch nicht sein und die WHO und wie können die solch eine Macht ausüben? Und du sagst, genau, ist Deutschland unterwürfig? Genau darum geht es. Ja, Wir müssen nicht auf die WHO gucken, sondern wir müssen auf uns gucken. Ja, richtig. es ist die WHO-Regelungen und die International Health Regulations. Die können nur umgesetzt werden, wenn wir in Deutschland das zulassen. Ja, das ist ein deutscher Akt. Ne? Das ist genauso wie mit der Corona-Pandemie, wo immer gesagt wurde, wegen der Pandemie waren die Schulen geschlossen. Das stimmt nicht. Die Schulen waren geschlossen, weil Menschen entschieden haben, die Schulen zu schließen. Und so gilt das mit dem WHO-Pandemievertrag auch. Es kann uns völlig egal sein, ob die WHO eine Pandemie ausruft, ob die WHO irgendwelche Regelungen in ihrem Regelwerk hat, das ihr erlaubt, im Zweifel in unsere Gesundheitspolitik oder in unsere Maßnahmen, die aufgrund irgendwelcher welcher tatsächlichen oder erfundenen Pandemien, Viren, was weiß ich, irgendwelchen Agens, die da kursieren, ausgerufen werden seitens der WHO, wenn wir in Deutschland das nicht zulassen. Es ist erstmal zuallererst mal eine deutsche Entscheidung und eine nationale Entscheidung, was übrigens für alle Nationalstaaten gilt. Also die Nationalstaaten geben ja ihre Souveränität nicht ab. Und dem Grunde nach hat ja das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht bei den Entscheidungen, diesen sogenannten so lange Entscheidungen und auch der Maastricht-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht ja deutlich gemacht, dass die Bundesrepublik Deutschland natürlich ihre Entscheidungshoheit nicht aufgeben darf. Und das gilt natürlich auch hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, wenn das Verfassungsgericht so arbeitet, wie es früher einmal gearbeitet hat und sich tatsächlich an das Grundgesetz hält, dass eine solche Regelung, wo die Souveränität über Entscheidungen im Inland an eine supranationale Organisation, die nicht einmal demokratisch legitimiert ist, abgegeben wird, dass das verfassungsgemäß sein könnte. Also jedes Verfassungsgericht, das nicht politisch besetzt ist, würde sofort sagen, was ihr da unterschreibt, gilt nicht. Es gilt nicht in Deutschland und eine Ratifikation dieser Regelungen in Deutschland wäre halt nichtig. Und deswegen das ist das Einzige, was wir machen können, auf Deutschland zu achten. Und das ist auch das, was man im Prinzip auch den Zuschauern und Zuschauerinnen nur sagen kann. Macht euer Kreuz an der richtigen Stelle. Wählt niemanden, auch bei der Europawahl, der sich für eine solche Regelung einsetzt, der für supranationale Organisationen steht, die dann quasi in die souveränen Entscheidungen der Länder eingreifen sollen. Das ist eine Entscheidung der politischen Parteien hier vor Ort und nicht eine Entscheidung der WHO. Und das muss Ja, man genau. deutlich sagen und kritisieren. Und ja, Deutschland ist da nicht unterwürfig, würde ich sagen, sondern ich glaube, dass die Lobbyisten der Pharmaindustrie sehr gut gearbeitet haben, dass die Positionen sehr gut besetzt haben und dass sie bei Corona, ich meine, du bist Betriebswirtin, du kannst dir vorstellen, so ein Pleiteunternehmen wie BioNTech hat auf einmal Milliardengewinne gemacht. Also ne, vom Marketing her genial.
Also, wer sich das ausgedacht hat, der hat da schon ein gutes Ding gemacht. Also, der hat das, also das, was da sich ersonnen wurde, ist gut umgesetzt worden. Ich nehme nicht an, also auch wie das meistens im Marketing ist, ich nehme nicht an, dass es genau so geplant wurde, wie es dann am Ende gekommen ist. Es ist viel erfolgreicher gewesen, als sich das, glaube ich, die Marketing-Experten vorgestellt haben. Aber man sieht es ja, die richtigen Leute sind an den richtigen Stellen platziert. Und das ist ein große, ja quasi Lobbymaßnahme der Pharmaindustrie. Und da muss hier in Deutschland, muss man dagegen eben vorgehen und zweifelsohne auf die Straße gehen. Ja. Ein kurzer Blick zurück. Wie hast du den Corona-Ausschuss gesehen, bewertet? Was war das für dich? Also für mich persönlich, ich habe den Corona-Ausschuss gar nicht viel verfolgt, weil ich gar nicht die Zeit dazu hatte. Ja, Ich habe wie vielen Teile, von uns. ich habe Teile davon gesehen. Also zunächst einmal, der Corona-Ausschuss war, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen in Deutschland eine unglaublich wichtige Einrichtung, ist es auch heute noch, und hat, ich habe das immer so gesagt, viele Menschen über die dunkelste Zeit ihres Lebens gebracht. Das war So ein so ein bisschen, glaube Lichtblick. ich, stimmt das, ja. Lichtblick in einer ganz, ganz dunklen Zeit und war ja auch im Prinzip die erste relativ große ja, Institution, die kritische Stimmen sehr gut zu Wort hat kommen lassen, die im Prinzip gezeigt hat, es gibt auch eine andere Wissenschaft, es gibt eine echte Wissenschaft, die wissenschaftlich arbeitet, entgegen der Lobbywissenschaft, die eben nur dazu da ist, bestimmte Interessen durchzusetzen. Und insofern war der Corona-Ausschuss aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Institution. Man hat das auch gesehen, auf den Demonstrationen haben ganz, ganz viele Menschen Schilder getragen mit immer www.coronaausschuss.de. Es wurde ganz viel mit Kreide auf den Boden geschrieben. Es gab viele Aufkleber, die verteilt wurden. Also für die Menschen war dieser Corona-Ausschuss eine sehr, sehr wichtige Einrichtung. Und ich glaube auch, dass wir jetzt im Rahmen der Aufarbeitung sehr vieles von dem, was da besprochen wurde, von den Experten, die dort waren, für die Aufarbeitung werden nutzen können. Und insbesondere diese Experten auch alle einladen müssen, wenn es denn dann irgendwann die Aufarbeitung gibt, die Ausschüsse gibt, die Enquete-Kommission, weiß ich nicht, was da so alles dann entstehen wird, dass diese Experten auch dort nochmal zu Wort kommen und zwar dann auch tatsächlich von einer großen Öffentlichkeit gehört. Er ist der Rainer für mich, glaube ich. Ne? Da gibt es ja so halt eben Verfahren und der ist, glaube ich, irgendwie, sitzt im Moment in Untersuchungshaft oder irgendwie sowas. Ne? Also nicht schön. Ja, jetzt sitzt er in Hauptverhandlungshaft, glaube ich. Also es ist jetzt, dass der Termin ist ja schon, Ah ja, also stimmt, der richtig. Hauptverhandlungstermin ist ja schon eröffnet. Ja, das ist aus meiner Sicht eine sehr unangenehme Situation. Das ist ja offensichtlich eine Streitigkeit zwischen den Beteiligten dieses Corona-Ausschusses, was da genau jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Ich persönlich finde das sehr, sehr unangenehm und finde es auch traurig, dass eben diese internen Streitigkeiten, die menschlich sind, die normal sind, die da sind, dass die dann letztlich auch mit einer Justiz ausgetragen werden, von der wir wissen, dass diese Justiz nicht fair mit Menschen umgeht, die maßnahmekritisch ist. Das ist eher so mein Punkt, mein Standpunkt. Ich gönne Rainer Füllmich jeden Cent, den er bekommen hat. War eine sehr, sehr wichtige Figur, war jemand, der, wie gesagt, vielen Menschen ganz viel Kraft gegeben hat. Viele Menschen haben gesagt, ich hätte diese Zeit nicht überstanden. Und Rainer Füllmich war natürlich mit Viviane Fischer der Initiator dieses Corona-Ausschusses. Er war das Gesicht dieses Corona-Ausschusses. Und von daher finde ich es schade, dass es eben vor diese staatlichen Gerichte gezogen wird. Da ist in der Minima Moralia von Theodor W. Adorno, gibt es da einen sehr schönen Text, wo es eben auch, ich glaube, Tisch und Bett heißt das, wo es eben um die Scheidung geht, wo er da wunderbar beschreibt, wie dann irgendwann das, was einmal quasi einander heilig war, was einander gestützt und geschützt hat, auseinanderbricht und man es dann in die Öffentlichkeit zehrt und dann das Gift aus allen Ritzen quasi hervordringt. Und so sieht das hier jetzt auch so ein bisschen aus. Das schmälert hier aber nicht die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Nein. Und ich hoffe für den Rainer Füllmich, dass er da halbwegs fair aus der Sache auch durch die Gerichte wieder rauskommt. Und wie gesagt, persönlich finde ich es sehr schade, dass das eben vor die Gerichte gebracht wurde und dass die nicht untereinander diese Sache klären konnten. Ich werde ja auch häufig angegriffen aus verschiedenen Ecken, wo man denkt, na, wir sind doch eigentlich befreundet. Und dann denke ich immer, naja, ich laufe nicht in den Schuhen desjenigen, der das macht. Ich werde niemals gegen irgendjemanden Strafanzeige erstatten oder gegen irgendjemanden zivilrechtlich vorgehen oder sonst irgendwas, weil das sind so menschliche, persönliche Sachen und die sollten wir untereinander klären, Ja. miteinander klären und nicht, wie gesagt, vor eine Justiz zerren, von der wir ja wissen, wie sie gerade auf Leute, die dann als Querdenker bezeichnet werden, also das ist ja so der Sammelbegriff, wie mit denen umgegangen wird. Und
Das ist mein Standpunkt. Aber gut, ich kann nicht viel dazu beitragen, außer dass ich es beobachte und wie gesagt, mir wünsche, dass der Rainer Füllmich da glimpflich aus dieser Sache rauskommt. Es gab ja auch, ich sag mal, Schnellschüsse verschiedenster Art gegen Michael Ballweg, Querdenker, gegen dich, ich glaube auch gegen Ralf Sattelmeier von einem euch durchaus bekannten Kollegen aus Köln, ein Anwalt. Und ich habe da jüngst noch durch Zufall eine, klar, in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein bisschen Recherche gemacht. Und dann habe ich halt eben großen Text gesehen, halt eben, wo es klar auch gegen deine Person geht. Und da gab es ja auch von dieser Person, von diesem Anwalt aus Köln, verschiedene YouTube-Videos. Ich weiß nicht, also war schon länger her, wo der ordentlich halt eben ausgeteilt hat. Sowohl gegen die Querdenker-Leute Verantwortlichen, also gegen dich, Michael Ballweg. Und wo ich dann denke, was ist das für eine Nestbeschmutzung? Also ich habe das nicht verstanden. Und hat dann auch extreme Klicks gekriegt und auch die Seite, wo er sich da so auslässt über Spendengelder, Gelder etc., hat wahnsinnig viele Aufrufe bekommen. Das kann man ja so ein bisschen nachverfolgen. Ne? Wie geht ihr damit um? Ich meine, das trifft dich, das trifft sicherlich auch Michael Ballweg, von wegen, man kommt nur auf die Bühne wegen, mit Geld und da hast du nicht gesehen. Also so ein Cheat-Kram, ne? Also, da geht natürlich jeder unterschiedlich mit um. Ich persönlich gucke mir diese Sachen gar nicht an. Ich sehe das Okay. nicht. Also, es gibt da natürlich immer bekannte Freunde, die mir das schicken und die dann fragen, was macht denn der? Er ist ja nicht der Einzige, wo dann irgendwelche solche Äußerungen passieren. Aber ich denke immer, das sind seine Äußerungen, die gehören ihm. Die darf er auch behalten. Wenn wir jetzt Gute damit anfangen Einstellung. würden, wenn, ja, es ist tatsächlich so, wenn wir damit anfangen würden, uns mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Wenn er mit dem, was er sagt, recht hat, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, dass er die Dinge veröffentlicht und dass er das macht. Und wenn jemand von uns irgendwelche falschen Dinge macht, also das habe ich schon von Anfang an immer gesagt, war auch meine Einstellung. Ich war eigentlich am meisten enttäuscht von dem Journalisten Martin Lejeune, der ja dann auch irgendwann bei T-Online ein Interview gemacht hat, weil ich dachte, dass ich mit ihm befreundet wäre und habe ihm immer gesagt, Martin, ein Journalist muss kritisch sein. Es darf nicht sein, dass es in unserer Blase Hofberichterstattung gibt. Wir kritisieren ja gerade diese Art des Journalismus im Mainstream, dass sie eine Hofberichterstattung machen und eben keine kritische Berichterstattung machen. Und wenn wir Fehler machen, wenn wir Dinge falsch machen, also wir machen natürlich auch Dinge falsch, wir treffen Entscheidungen, die falsch sind, wir machen möglicherweise an Orten Treffen, wo wir sie nicht hätten machen sollen, und so weiter und so fort, auch wir machen Fehler. Dann muss in unserer Blase, und das würde ich auch immer dir sagen, dann muss jemand, der von sich behauptet, journalistisch tätig zu sein, dann muss der kritisch sein, auch nach innen, und kann darüber auch berichten. Also zunächst einmal, kritische Berichterstattung ist nichts Falsches, ist nichts Schlechtes und würde ich an keiner Stelle kritisieren. Und deswegen, du nanntest das Nestbeschmutzung, würde ich das halt nicht sagen, sondern jeder kann das machen. Ich meine, ich verstehe, was du meinst, weil es vom Stil her teilweise wirklich sehr derbe ist. Aber auch das kann erstmal jeder so machen, wie er das will. Ich gucke mir das nicht an. Bei X gibt es ja diese wunderbare Funktion, dass man diejenigen, die einen beschimpfen, stumm schalten kann. Und das mache ich auch. Das mache ich ganz konsequent. Ich lösche die nicht, ich blocke die nicht, ich schalte die einfach stumm. Die können bei mir darunter kommentieren, was sie wollen. Ich sehe es einfach nicht. Weil ich immer denke, die Energie, die ich für den Tag habe, die kann ich besser auf die positiven Dinge, die ich bewirken kann, lenken. Und das heißt, ich setze mich damit nicht auseinander. Warum sollte ich das tun? Ich mache die Dinge, die ich machen kann. Ich schreibe, wie gesagt, Strafanzeigen. Ich mache rechtliche Verfahren. Ich bringe dieses Zentrum voran, um die Aufklärung voranzubringen. Also das heißt, mein Tag ist sehr ausgefüllt mit vielen Dingen, die ich zu tun habe. Parallel darum, ich bin ja auch alleinerziehender Papa, also jedenfalls teilweise alleinerziehender Papa. Wir haben ja so dieses Wechselmodell, 2 Wochen kümmere ich mich um meine Tochter, 2 Wochen ihre Mutter. Das heißt also, das kommt auch noch dazu, dass die typischen Elterntätigkeiten, ne, Papa-Taxi zum Sport bringen, zur Schule bringen, von der Schule abholen, das kennst du alles auch. Gut, Ja, bei dir ist klar. jetzt, die Kinder sind jetzt schon älter, du machst das nicht mehr, mein Kind ist halt noch in dem Alter, wo ich das machen muss. Also, aber diese Aufgaben sind halt auch da. Und das ist das, worauf ich mich konzentriere. Auf nichts anderes. Ich gucke mir diese Sachen nicht an. Und wenn diejenigen das machen wollen und für sich daraus irgendeinen Nutzen ziehen, einen Vorteil ziehen, ein Glücksgefühl ziehen, dann sollen sie das tun. Und sie haben ja offensichtlich auch ein Publikum, das das genauso sieht. Meine Einstellung ist es nicht, ich möchte Ärmel hochkrempeln und aufbauen, und nicht irgendwo hingucken und zerstören. Ja. Und
Wie gesagt, das kann jeder so machen, wie er das möchte. Ich glaube, meine Einstellung ist da sehr, sehr ähnlich zu der Einstellung von Michael Ballweg. Auch er sieht das so. Wir nehmen das eher mit Humor. Der Staat nennt das dann Delegitimierung des Staates. Wir nennen es Humor, weil wir eben dann über die Dinge häufig eher lachen. Aber wie gesagt, diese Dinge kann jeder für sich behalten. Und wenn sie Wahrheiten aufdecken, wenn da Dinge stimmen, dann ist das ja auch in Ordnung. Also es kommen ja auch durchaus kritische Informationen zu uns, wo wir dann sagen müssen oder wo auch ich sagen muss, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, mache ich in Zukunft anders, da lerne ich draus. Also das ist völlig in Ordnung. Also ne, kritische Stimmen grundsätzlich sind völlig in Ordnung. Und dem Stil, das ist halt der Stil derjenigen, die das Ja. machen. Ärmel hochkrempeln. Du hast ja eigentlich noch was vor, ne? So, in Thüringen habe ich gelesen, du möchtest dich politisch stark einbringen in den Landtag. Ist das noch aktuell? Jein, jein. Also es ist ja dieses, es gab ja ursprünglich dieses Bündnis für Thüringen aus verschiedenen Kleinparteien, das dann Ja. aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen ist. Da hatte ich mich engagiert, da habe ich auch mich angeboten. Jetzt ist eben dadurch, dass sich die Werteunion gegründet hat, dieses Bündnis auseinandergefallen, weil eben Teile dieses Bündnisses jetzt auf der Liste der Werteunion kandidieren, beziehungsweise diejenigen in die Werteunion als Politiker eingetreten sind. Ja. Ich wollte nicht in eine Partei eintreten, und deswegen kandidiere ich auch auf keiner Liste. Ich kandidiere also weder für das Bündnis noch für die Werteunion. Das sind ja quasi die beiden Bereiche, die sich da jetzt ergeben haben. Ich halte Thüringen für ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil in Thüringen, Brandenburg ist es mittlerweile ähnlich, aber in Thüringen durchaus eine Mehrheit vorhanden sein kann, die nicht mehr eine Mehrheit der Altparteien ist. Das Ja. heißt also, es kann durchaus dort passieren, dass es eine Mehrheit der alternativen Parteien dort geben wird. Und das heißt also, egal, selbst wenn Altparteien dann mit den alternativen Parteien in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit machen, was sie möglicherweise machen müssen, dann wird sich Politik verändern. Also selbst wenn Bündnis Sahra Wagenknecht, dem ich noch nicht so nahe stehe, weil ich denke, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Selbst wenn Bündnis Sahra Wagenknecht sich durchsetzt, denke ich trotzdem, dass es Veränderungen geben wird und dass diese Veränderungen notwendig und gut sind. Die AfD wird in allen drei Bundesländern sehr wahrscheinlich die stärkste Fraktion sein, was erstmal positiv dahingehend sein wird, dass es eben starke Untersuchungsausschüsse geben wird, die dann auch deutlichere Fragen stellen können, die dann auch deutlichere Beweisthemen formulieren können und die auch mit den Zeugen etwas deutlicher umgehen können, als das bisher der Fall war. Also der Aufklärung wird es dienen. Und ich habe angeboten, in Thüringen mich politisch zu engagieren. Ich habe auch angeboten, mich im Wahlkampf zu engagieren. Wenn ich mich engagiere, würde ich mich für die Werteunion engagieren, weil ich glaube, dass die Werteunion als Organisation derzeit die besten Chancen hat, dort mit einem gut geführten Wahlkampf die 5%-Hürde zu reißen und damit eben dann wegen dieser besonderen Thüringer Verhältnisse ein gewichtiges Wort mitreden kann in den politischen Entscheidungen. Ich habe auch angeboten, dass ich dort dann, wenn es denn tatsächlich zu einer anderen politischen Konstellation kommt, dass ich mitmachen würde, dass ich unterstützen würde, sei es im Justizministerium, sei es irgendwo auf rechtswissenschaftlicher Ebene. Also da habe ich mich bereit erklärt und unterstütze auch eben, wie gesagt, dort diesen Wahlkampf. Wir werden jetzt mal sehen. Die haben sich ja jetzt gefunden. Es wird jetzt dann irgendwann eben der Wahlkampf gestartet und da werde ich es unterstützen, aber ich werde nicht aktiv selber für den Landtag kandidieren, wie ich das ursprünglich mal vorhatte. Die Konstellation hat sich nicht ergeben und ich wollte halt nicht Mitglied einer Partei werden, was ich hätte werden müssen. Ich habe ja die Basis mitgegründet, ich bin auch nicht Basismitglied geworden und ich hoffe, dass die Basis auf Sicht auch noch ein gewichtiges Wort in Deutschland wird mitreden können. Ich glaube aber aktuell, jetzt insbesondere auch für die Wahlen in den drei neuen Bundesländern ist noch nicht die Zeit der Basis gekommen, die kommt erst danach. Genau, also die Basis, da hatte ich auch damals einen Mitgliedsantrag sogar gestellt, weil ich gedacht habe, okay, das ist was Neues auf jeden Fall. Das ging dann irgendwie aus organisatorischen, technischen Gründen. Die hatten ja ein wahnsinniges Hickhack, zumindest hier in Berlin gehabt. Und dann habe ich auch irgendwann nichts mehr von denen gehört. Also das war so ein, ich sage das jetzt mal freundlich, ein unorganisierter Haufen. Ja, also irgendwie. Das war zu, ich glaube, das war ein Schnellschuss, den die da gestartet haben, meiner Meinung nach. Und Es war von ja auch alles, daher.
Es war ja auch alles unter Zeitdruck. Also Ja. die hätten im Prinzip dort, sage ich mal, eine Managerin wie dich gebraucht, die so ein Startup, was es ja auch letztlich ist, nach oben Ist bringt. es Und die, letztendlich, ja. also das gilt für uns beim ZAF natürlich auch so. Ja, wir haben also auch genau diese typischen Probleme, die man immer hat, weil wir wachsen extrem schnell. Wir sind ja wenige Leute. Es ist schwer, diejenigen zu finden, die dann auch die Position gut bekleiden können. Also alle, die bei uns arbeiten, machen das gut, geben ihr Bestes. Aber man weiß natürlich, dass man bestimmte Qualifikationen für bestimmte Bereiche auch braucht. Ich bin jetzt auch kein Kaufmann und bin Geschäftsführer dieser Agentur. Und auch da wird es relativ bald einen Wechsel geben an der Stelle, weil wir einfach jemanden brauchen, der kaufmännisch die Dinge leitet. Das heißt also, disruptive Startup-Situation, das hatte die Basis auch mit vielen Auseinandersetzungen. Und deswegen glaube ich ja, die Basis hat eine gute Basis. Also die, sage ich mal, diese ganzen Kreisverbände und Stadtverbände und Ortsverbände, die sind sehr gut, die sind engagiert, das sind tolle Leute. Und die müssen sich jetzt erstmal finden und müssen grundsätzlich ihre Struktur, glaube ich, finden, müssen sich mit dem Systemischen konsensieren, was ich für sehr, sehr wichtig halte, was wir im ZAF übrigens auch als Entscheidungsfindungsprozesse haben. Die müssen das erstmal intern vernünftig erlernen, vernünftig umsetzen, vernünftig anwenden. Und wenn die interne Stabilität der Basis da ist und man dann auch nach außen zeigen kann, guck mal, Basisdemokratie funktioniert, Mitsprache funktioniert, Gehör für alle funktioniert, dann kann man dann auch beginnen, damit das nach außen zu tragen. Und deswegen glaube ich, dass jetzt erstmal die Zeit kommen wird der Alternativen, also dieser Wechsel zwischen, sage ich mal, SPD und CDU, der ständig stattgefunden hat, der ist ja kein Wechsel mehr. Die haben mehr oder weniger ja so ein Altparteienkartell gebildet, wo sie die Linke auch noch mit reingenommen haben. Jetzt kommen die anderen, die neuen Parteien. Und man wird sehen, wie viel die tatsächlich verändern können. Und ich glaube, dass der tatsächliche System Umbruch, die Systemveränderung erst danach kommt, wenn die Menschen feststellen, dass die neuen Parteien, die kommen, in dem alten System, was wir haben, auch nicht die Dinge so sehr verändern können, wie viele sich das erwünschen. Und das heißt, es wird dann stärker der Ruf danach kommen, dass wir eben das Grundgesetz dahingehend ändern, dass es mehr Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger gibt. Das ist ja grundsätzlich angelegt. Das heißt also, ich habe es immer Vetorecht genannt. Also wir haben es jetzt im ZAF anders formuliert. Wir nennen es jetzt die Endentscheidungskompetenz des Volkes, dass also quasi klarer wird, die Politiker oder die Politik ist letztlich repräsentativer Beauftragter der Bevölkerung. Aber die Bevölkerung darf nicht nur die Repräsentanten wählen, sondern sie muss sie im Zweifel auch zur Ordnung rufen können. Und Gesetze kippen können, Gesetze beenden können, Gesetze stoppen können. Aber die Zeit ist, glaube ich, noch nicht da. Sie wird kommen, aber sie ist noch nicht da. Ich glaube auch, dass das der Wunsch ist bei vielen Zuschauern oder überhaupt bei vielen Interessierten, die halt eben schon dieses ganze System kritisch sehen. Der Wunsch ist durchaus da, aber ich denke auch, dass die Zeit noch zu früh sein wird. Das wird ja möglicherweise auch das ganze Parteiensystem ein bisschen durchwühlen, ne? Also da wird es auch bestimmte, Es wird die ich Allmacht sag der mal, Parteien brechen. Positionen, die werden wahrscheinlich auch in Frage gestellt werden. Oder halt eben generell, was für Einrichtungen braucht es, damit halt eben auch die Bürger wirklich mehr Mitsprache haben. Und da braucht es sicherlich nicht einen von Faeser oder wem auch immer durchgedrückten Bürgerrat, der angeblich zufällig ja ausgewählt wird von irgendwelchen Leuten. Also da ist, glaube ich, die politische Gesinnung momentan sehr, sehr wichtig, dass man in solch Ja, einen das Bürgerrat kommt. ist der zweite Punkt des ZAF. Wir brauchen eine echte Gewaltentrennung. Ja, Nicht ja. Teilung, sondern eine echte Gewaltentrennung. Das heißt, in den Parlamenten soll ja Politik gemacht werden. Und in den Parlamenten sollen eben Politiker sitzen und Gesetze beschließen. Sie sollen aber nicht, es ist zum Beispiel ja in einigen Parlamenten ist es schon so, dass man nicht gleichzeitig in der Regierung sitzen kann und im Parlament. In vielen, auch im Bundestag, ist es anders. Wir brauchen eine klarere Trennung. Das heißt, die Exekutive, die ausführende Gewalt, also eine Regierung, jemand, der in einer Regierung sitzt, darf nicht Parlamentarier sein. Jemand, der im Parlament sitzt, darf nicht völlig ohne Übergang ins Bundesverfassungsgericht wechseln. Das Bundesverfassungsgericht sollte auch nicht mehr durch Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Die gesamte Was wäre dein Justiz, Vorschlag? na, mein Vorschlag wäre, dass das die Justiz unter sich ausmacht. Das heißt also, man qualifiziert sich ganz normal, geht qualifiziert in die Justiz hinein als Richter über ein Auswahlverfahren. Aber Richter werden ausschließlich durch Richter bestimmt, Richterkarrieren.
also wer Richter wird. Und Richterkarrieren werden dann bestimmt durch ein Wahlgremium, das besteht aus Anwälten, Richtern, Staatsanwälten und Justizmitarbeitern, so ein bisschen ähnlich wie an den Universitäten. Das heißt, diejenigen, die im Prinzip beteiligt sind, die wählen dann auch, jetzt ist es ja so, wir haben es ja gerade in Nordrhein-Westfalen erlebt, da hat der Sohn einer der phänomenalsten Verfassungsrichterin, der Sohn von Jutta Limbach, der dort ja Justizminister ist, hat ja eine Freundin mehr oder weniger auf den Posten der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts gehievt. Und das darf nicht passieren. Also es ist egal, ob es eine Freundin ist oder nicht. Wenn es keine Freundin ist, ist es eine Parteifreundin. Also dass Richterkarrieren, und deswegen hat die Justiz ja auch so versagt in der Corona-Zeit, Richterkarrieren hängen von politischen Entscheidungen ab. Und jetzt in Sachsen zum Beispiel haben wir die Situation, dass ein Richter sich in einem Verfahren, was wir für Julia Neigel, die Sängerin, führen, dass der sich für befangen erklärt hat, weil er zu der Zeit der Verordnungen, gegen die wir vorgehen, im Justizministerium gearbeitet hat und zuständig war für die Verordnungen. Das heißt, ein Richter am Oberverwaltungsgericht, der die Verordnungen mit überprüft, war zuständig für den Erlass der Verordnungen im Zeitpunkt. Und diese Wechsel, die darf es einfach nicht geben. Das heißt, wir müssen auch da Fristen schaffen. Das ist eine strukturelle Änderung. Also bevor jemand, also Habert war Fraktionsvize der Regierungsfraktion und wechselt quasi nicht mal ein Jahr später, ist er dann Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, er entscheidet als Präsident über die Gesetze, die er selbst im Wesentlichen ja in der Vergangenheit mit eingebracht hat. Das heißt, eine Wohlverhaltensphase von mindestens der Legislatur des Parlaments, ehe man dann auf den Richterposten wechselt, müssen erforderlich sein. Oder auch jetzt ehemalige Generalbundesanwalt ist jetzt auf einmal Richter am Bundesverfassungsgericht und ist auf einmal dabei und entscheidet möglicherweise mit, ob zum Beispiel dieser sogenannte Rollatorenputsch, ob das rechtmäßig war oder nicht, das landet ja möglicherweise vorm Verfassungsgericht und dann genau dort, wo er entscheidend mitzieht. Und selbst wenn er sich, was nicht passieren wird, wenn er sich als befangen ablehnen würde, würde er ja trotzdem beim Frühstück in der Kantine Einfluss auf die Kollegen haben. Und Richtig. das darf halt nicht sein. Und wir brauchen eine echte Gewaltenteilung. Aus meiner Sicht muss die Wissenschaft komplett unabhängig sein von der Politik. Muss ARD, ZDF, ich bin ein absoluter Befürworter für öffentlichen Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr haben, übernehmen die amerikanischen Milliardäre komplett die Ja. Ja, Medienlandschaft. das ist Das nämlich halte ich die für andere falsch. Seite der Medaille, wenn es halt eben immer auch geht. Ich meine, ich denke auch gegen die Öffentlich-Rechtlichen, ne? Zu Recht. Aber das ist nämlich die andere Seite der Medaille, wenn das abgeschafft werden würde, dann kommen tatsächlich, wer auch immer, welche Milliardäre, klar aus den Staaten höchstwahrscheinlich, und übernehmen komplett ihr unsere Ja, Köpfe und und damit die Meinung. wir müssen demokratisieren. Wir müssen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk demokratisieren. Das heißt, die Rundfunkräte müssen durch die Menschen gewählt werden und nicht auch wie hier wieder durch die Politik, die ja überall Einfluss hat. Das Problem ist, die Parteien haben überall so viel Einfluss und bestimmen alles. Sie bestimmen die Justiz, sie bestimmen die Medien, sie bestimmen die Schulen. Auch Schuldirektoren Ich werden weiß, gewählt nach Parteizugehörigkeit. Sie ja. bestimmen die Wissenschaft. Überall sitzen die Parteien drin. Und das ist etwas, die Parteien übrigens, es wird ja mein Freund Lars Jünich, AfD Brandenburg, massiv angegriffen für den Satz über den Parteienstaat, den er gesagt hat. Er hat ja gesagt, wir müssen diesen Parteienstaat abschaffen. Und er hat gesagt, und wir müssen mehr Demokratie wagen. Eigentlich ein Satz von Willy Brandt, wir müssen mehr demokratisieren. Und da stehe ich natürlich auch voll dahinter. Er hat nie gesagt, wir müssen die Parteien abschaffen. Aber selbst wenn man die Parteien abschaffen wollte, denn die Parteien sind in Artikel 21 Grundgesetz geregelt. Artikel 21 Grundgesetz hat keine Ewigkeitsgarantie. Eine Zweidrittelmehrheit des Bundestags und des Bundesrats könnten jederzeit die Parteien abschaffen. Die Parteien sind nicht geschützt. Die Parteien sind nicht grundlegender Bestandteil unseres Grundgesetzes, unserer Staatsorganisation. Ja, also geschützt ist das Demokratieprinzip. Geschützt ist, ist die Würde des Menschen und sich die daraus ergebenden Grundrechte. Das ist auch gut so. Das ist Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz mit der Ewigkeitsgarantie. Geschützt sind aber nicht die Parteien. Die Parteien kann man jederzeit abschaffen. Man braucht sie nicht unbedingt haben. Man kann sie haben, aber das ist eine politische Entscheidung. Das ist keine Entscheidung unserer Verfassungsväter und Mütter, sondern das ist eine Entscheidung also natürlich haben die das entschieden, aber es ist eine politische Entscheidung. Es ist aber keine Entscheidung, die nicht unumkehrbar wäre. Wenn wir feststellen, es wäre viel sinnvoller, dass unsere Parlamente mit Menschen besetzt sind, die direkt gewählt werden, ohne dass sie zwingend über eine Parteiliste gewählt werden, dann können wir das tun. Das ist durchaus zulässig. Und das war der Ansatz vom Lars Jünich, der auch völlig berechtigt ist, der gesagt hat, die Parteien haben gar nicht den Wert, den sie sich selbst quasi immer mehr als Macht genommen haben. Ich meine, die lassen sich komplett finanzieren aus dem Steuersäckel. Auch das darf man nicht vergessen. Dann kommen noch die parteinahen Stiftungen dazu. Genau, das Die ist ja kriegen die ja auch noch Kohle. Finanzierung. Es geht ja immer um die politische Aufklärung der dummen Bevölkerung, ne?
Naja, deswegen nee, kriegen die ja zum Beispiel faktisch. Geld. Nein, faktisch geht es darum, darüber wird, wer mal im politischen Geschäft war, weiß, dass darüber wird Macht gesteuert. Ja, klar. Das heißt also, wer sich möglicherweise eben, ja, wer gute Verdienste um eine Partei hat, aber jetzt nicht mehr im aktiven Geschäft mitmachen soll, der wird zum Beispiel auf so einen Stiftungsposten abgeschoben. Ja? Also wir sehen das ja. Ne? Andrea Nahles, die ist nicht auf einen Stiftungsposten abgeschoben worden, die ist zur Bundesagentur abgeschoben worden. Also wir haben ja auch diese Staatsunternehmen. Das heißt also, das sind natürlich alles Machtinstrumente. Das ist übrigens auch das Hauptproblem, weswegen gegen die AfD vorgegangen wird. Das muss man halt sagen. Durch das Aufkommen der AfD und das Stärkerwerden der AfD funktioniert dieses bis dahin gut austarierte Spiel mit den Posten, die man gegenseitig vergibt, nicht mehr so gut. Auf einmal drängt auch die AfD auf solche Posten. Aktuell in einer sehr undemokratischen Art und Weise wird das verhindert, innerparlamentarisch, dass eben zum Beispiel nicht Parlamentsvizeposten besetzt werden, Ausschussvorsitzendenposten nicht vergeben werden und so weiter. Man sieht ja in den Umfragen, dass das alles gegen die Altparteien eigentlich nur zurückschlägt. Was auch verständlich ist, weil die Bürger haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Sensorium für demokratisches Verhalten. Und undemokratisches Verhalten wird nicht gutiert, auch wenn man sich da diebisch freut, dass man jetzt mal wieder einem AfD-Kandidaten den Vorsitzposten nicht gegeben hat und man möglicherweise glaubt, dass man dadurch bei der eigenen Klientel ankommt, ist es so, dass man bei den wichtigen Wechselwählern dadurch nicht ankommt. Das heißt also, das wird nicht gutiert und das darf auch nicht sein. Aber das ist halt für die Machtbalance war das sehr, sehr wichtig, diese Posten zu vergeben und auf einmal geht es nicht mehr. Und man sieht es ja, es war ja vorher austariert, also es ist ja kein Gesetz, dass die Ausschussvorsitzenden mit nach Fraktionsstärke besetzt werden müssen, sondern das hat man vorher miteinander austariert. Da hat man sich nicht wehgetan. Und jetzt kommt dieser Neuankömmling und ich bin dann gespannt, wie sie mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht umgeht, weil die wird im Parlament kommen, ob die Vizepräsidenten, Ausschussvorsitzenden und so weiter kriegen werden oder ob da ähnlich argumentiert wird. Aber es ist diese Stiftungen, die nur dazu Geld zu bekommen, genauso wie Nur um diese Geld. diese Demokratieförderung, die Nancy Faeser jetzt macht, die Demokratieförderung dient ausschließlich dazu. Da hat man sich hingesetzt, da bin ich ganz sicher, da hat man sich hingesetzt und hat gesagt, Mist, jetzt kommt die AfD. Jetzt ist nicht mehr so viel Geld zum Verteilen da und jetzt, wenn sie das dritte Mal reinkommen in den Bundestag, müssen wir auch noch ihre Stiftung bezahlen. Wie schaffen wir es, eine Organisationsstruktur zu bauen, wo wir die altgedienten Campen unserer Partei oder möglicherweise junge potenzielle Nachwuchskräfte oder Nachwuchsführungskräfte, dass wir die platzieren können. Also schafft man so ein Demokratiefördergesetz und pumpt Millionen in staatsnahe Demokratiefördervereine, wo man dann seine Parteigänger entsprechend dann eben hinsetzen kann und damit sich natürlich auch seine eigene Macht sichert. Das ist ein typisches politisches Verhalten, um nichts anderes geht. Es geht darum, mit Geld und Posten Macht zu sichern. So funktioniert die Politik dort. Es geht überhaupt nicht um Demokratie. Du hast keinen eigenen YouTube-Kanal, ne? Du bist bei Telegram, ne? Ich bin ausschließlich bei Telegram, ich bin ein bisschen bei X, aber mache ich nicht so viel. Da teile ich ein Schon paar. gesehen, ja. Ein paar Posts weiter schreibe ich relativ wenig. Also im Wesentlichen bin ich bei Telegram, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe, andere Sachen dann auch noch zu füttern. Ja. Und ich hatte mal bei YouTube, ja, wir hatten ja mal dieses Format 24 Media, aber das hat sich dann letztlich nicht getragen und war auch vom Arbeitsaufwand her so viel zu hoch, dass wir das nicht schaffen konnten. Es gab einfach viel, viel bessere Medienformate, die das professionell machen, wie jetzt zum Beispiel auch du. Und da lohnt es sich nicht, da noch irgendwas nebenbei zu haben. Ja. Insofern habe ich keinen YouTube-Kanal, nein. Und über Telegram kommunizierst du wahrscheinlich die aktuellen Dinge, wie zum Beispiel der 27. April, ne? Genau. Ich kommuniziere über Telegram. Ich habe ja, wie gesagt, knapp, weiß nicht, wie viel es jetzt sind, 76.000 Follower dort auf Wow. Telegram. Das ist jetzt gar nicht so wenig. Und genau, darüber kommuniziere ich jetzt am 27. April. Genau, da wird es die nächste Demonstration, Großdemonstration in Frankfurt geben. Es geht ja auch hier jetzt darum, wie betten wir das, was wir in den letzten 3 Jahren noch in Corona erlebt haben, ein? Wie gehen wir damit auch in Zukunft um? Und Ja. das ist ja auch immer so mein Ding. Ich bin ja jemand, der sehr abstrakt denkt, der immer versucht, so einen Draufblick zu haben. Und in der Corona-Zeit haben wir viel gelernt, aber haben natürlich auch, sage ich mal, die Lobbyisten und diejenigen, die Macht ausüben wollen, viel gelernt. Und wir erleben ja immer die gleichen, also die Muster sind ja immer gleich, die sind ja vergleichbar. Und das kann man ja jetzt auch so ein bisschen, wenn man jetzt sieht, eigentlich ist es nicht zum Lachen, sondern eher zum Weinen, wenn man jetzt sieht, dass wir eben 90.000 Soldaten, NATO-Soldaten zur Verteidigung an die Ostflanke, Ostflanke ist eben genau die direkte Linie nach Russland, schicken.
Und wenn man das jetzt mal mit Corona vergleicht, ne, auch die Impfung ist ja zur Verteidigung gewesen. Die Maßnahmen sind ja zur Verteidigung gegen den Angriff dieses Virus gewesen. Also im Prinzip kann man das eins zu eins übertragen und das ist genau das Gleiche. Und da kann einem schon Angst und Bange werden. Und diese Transferleistungen, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der kritischen Bewegung, die auch immer wieder im Bewusstsein der Bevölkerung aufzuhalten und zu sagen, guck mal, was hier passiert. Und dass es eben immer wieder auf das gleiche Übel zurückzuführen ist, dass eine ganz, ganz geringe Anzahl an Menschen viel zu viel Macht hat. Und dass wir, wenn wir eine andere Zukunft haben wollen, wenn wir mehr Mitsprache haben wollen, wenn wir unsere Interessen als Bevölkerung anders durchsetzen wollen, dass wir dann eben genau auf diese Strukturen verweisen, die immer wieder die gleichen sind, die immer wieder die gleichen Dinge ermöglichen und sagen, da muss die Veränderung stattfinden. Wir müssen eben, ich habe immer gesagt, wir haben keine Grundrechtskrise, sondern wir haben eine Staatsorganisationskrise. Wir müssen die Organisation der Mitsprache in unserer Gesellschaft verändern. Und das können wir an ganz vielen Dingen immer wieder belegen. Also ne, wie die Kanalsperrungen bei Corona, was jetzt auch beim Krieg da so ist, da können, also aus meiner Sicht, dieser Begriff Fake News ist so furchtbar. Jeder kann doch so viel Mist erzählen, wie er will. Das interessiert doch keinen. Wieso? Also wer setzt sich hin und sagt, was die Wahrheit ist und was die Unwahrheit ist? Ja, also das alleine schon mal festzustellen. Und es wird halt, aber die Struktur ist immer die gleiche. Ne? Und sie versuchen halt letztlich uns als Bevölkerung die Möglichkeit zu nehmen, diese Macht, die wir haben, auch einzusetzen. Sei es über das Geld, dass das Geld digitalisiert wird, sei es eben über Social Crediting System, was so langsam eingeführt wird, sei es eben über die komplette digitale Kontrolle, die versucht wird, eben, dass man eben sämtliche Social Media Kanäle einfach durchleuchten kann. Also, dass man im Prinzip mehr oder weniger völlig alle Aktivitäten, die man hat, immer offengelegt werden. Und das ist immer das Gleiche, um Machtpolitik durchzusetzen. Und das ist völlig egal, ob dass die Krise jetzt Corona heißt, Ukraine-Krieg heißt, Krieg im Nahen Osten oder was weiß ich, Klimakrise, was weiß ich, was da alles noch kommt. Also die Bedrohungslage, die man bezeichnet, ist im Prinzip immer nur der Auslöser, um eigene Machtpolitik in der eigenen Einflusssphäre umzusetzen. Das ist Ja, das, und was mit wir Angst kann man erleben. ja sehr gut halt eben die Menschen so ein bisschen gängeln. Ja. Genau, Angst ist der wesentliche Faktor, dass Menschen irgendwann aufhören zu denken. Ja, Äh, genau. und das ist auch wichtig bei uns in unserer Bewegung übrigens. Natürlich könnten wir auch mit Angst arbeiten. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr kritisch sehe. Also wenn wir im Prinzip nur glauben, ja, wir haben die Wahrheit und wir tauschen jetzt die Wahrheit aus, dann sind wir nicht besser als die anderen. Deswegen sage ich immer bei uns, es muss eine strukturelle Änderung sein. Wir müssen es schaffen, dass wir Strukturen haben, in der Angst sich nicht durchsetzen kann. Wenn wir doch wissen, dass Menschen in Angstsituationen auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und wir jetzt erleben, dass ein kleiner Teil der Machthaber diese Angst ausnutzt, um eigene Interessen durchzusetzen. Dann müssen wir Strukturen schaffen, die es verhindert, dass die Angst, die halt menschlich ist und die natürlich ist, dass in Situationen von Angst Entscheidungen getroffen werden dürfen, die so nachhaltig sind wie zum Beispiel eine Impfpflicht oder anderes. Das ist unsere Aufgabe und das müssen wir strukturell schaffen. Das heißt also, wir hatten ja damals, als wir Widerstand 2020 die Partei gegründet haben, haben wir ja gesagt, quasi wer den Notstand ausruft, darf nicht über den Notstand bestimmen. Ne? So ein bisschen Genau, ja. ne? Es heißt ja immer, wer über den Ausnahmezustand bestimmt, der hat die Macht, also der ist der Souverän. Der Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt. So, und Karl Schmidt. Und wenn wir das ausschließen, wenn wir halt sagen, wenn so etwas wie das Infektionsschutzgesetz, also eine Änderung wie die Änderung des Infektionsschutzgesetzes am 18. November, hätte der damalige Bundestag noch durchsetzen dürfen. Er hätte aber mit dieser Änderung, weil er damit quasi einen Ausnahmezustand ausgerufen hat, sofort auch, es hätte sofort zur Neuwahl führen müssen. Das heißt also, derjenige, den Ja, Ausnahmezustand richtig. macht, er Ja. darf nicht davon profitieren. Und das in allen Fällen. Also in allen Fällen, das zu organisieren, das wäre zum Beispiel eine strukturelle Änderung, die möglicherweise auf diese, die möglicherweise die, dieser Beförderung der Angst, um bestimmte Ideen durchzusetzen, einen Riegel vorschiebt, dass man sagt, okay, wenn jemand sagt, also Angst erzeugt immer einen Ausnahmezustand. Also wir haben eine solche starke Bedrohung und deswegen müssen wir bestimmte Regelungen treffen. Wenn
diese Aussage getroffen ist und das in Gesetz umgewandelt wird, bedeutet das automatisch, wenn dieses Gesetz durchkommt, ist damit auch die Auflösung des Bundestages beschlossen. Könnte man unproblematisch ins Grundgesetz schreiben. Genau, also es geht ja, man merkt ja, dass du wirklich halt eben auch so von der vom Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht halt eben auch kommst, unter anderem. Es geht letztendlich auch darum, an bestimmten Stellschrauben beim Grundgesetz auch anzusetzen und zu sagen, okay, da muss eine strukturelle oder rechtliche Änderung halt eben rein. Sonst Genau. drehen wir uns ja wahrscheinlich immer nur im Kreis rum, ne? Genau. Also es gibt ja, das Witzige ist ja, es gibt ja sogar diese Regelungen grundsätzlich im Grundgesetz. Also die Abstimmungen sind ja im Grundgesetz in Artikel 20 festgelegt. Ja. Es gibt nur kein Ausführungsgesetz zu den Abstimmungen. Da wird dann immer das so ausgelegt, nein, nein, Abstimmungen, damit ist nur gemeint die Abstimmungen über den Zusammenschluss von Bundesländern. Aber das ist, wie bei Juristen so üblich, nur eine Interpretationsfrage. Das ist ja so der Klassiker bei den Grundsätzlich, Juristen. genau, Jura ist eine Sprache, ne, und wir interpretieren. Also grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit und wir könnten sofort mit einfacher Mehrheit ein Vetorecht des Volkes einführen. Können wir sofort mit einfacher Mehrheit. Also der nächste Bundestag könnte, wenn er wollte, ein Abstimmungsgesetz machen und könnte dann sagen, unter welchen Bedingungen, welche Regelungen in Deutschland durch zum Beispiel Referenden wie in der Schweiz oder in Italien gelten. Sofort machbar. Es ist, die nächste Regierung könnte noch bevor der nächste Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gewählt ist, das, nicht die Regierung, sondern das nächste Parlament könnte das umsetzen, wenn die das wollten. Ist innerhalb von wenigen Tagen machbar, wie wir mittlerweile wissen. So, das heißt also, wir könnten die Machtbeschränkung Ja. umsetzen. Das Problem ist aber, und das werden wir, daran werden wir am Ende auch die AfD messen müssen, wenn die AfD an irgendeiner Stelle mal Regierungsmacht bekommt, ob sie dann das, was sie sagt, auch tatsächlich umsetzt. Ich will Das war nämlich unter jetzt. keinen Umständen unterstellen, dass sie das nicht tun, wie so manche das tun, die sagen, ach, wenn die AfD drankommt, wird es nicht besser. Das weiß ich nicht. Das will ich auch nicht unterstellen. Aber daran werden wir sie messen müssen. Das heißt also, wenn die AfD an die Macht kommt, in irgendeine Regierungsverantwortung, werden wir sie daran messen. Und das wird auch die Straße tun. Setzen Sie die Dinge, die Sie versprechen, mehr Freiheit, mehr Souveränität, mehr Mitbestimmung der Mitbestimmung, Bevölkerung, ja. setzen Sie das um oder nicht? Das ist die Das wäre entscheidende nämlich jetzt Frage. auch zum Beispiel sofort meine Frage, beziehungsweise ich stelle mir auch immer wieder die Frage, ich gehe auch schon mal zu verschiedenen politischen Veranstaltungen, auch von verschiedenen Parteien. Und also bevor man sich, so mein Weg zumindest, bevor ich halt eben irgendjemandem eine Stimme gebe, dann will ich mich darüber informieren oder möchte gerne eine klare Position halt eben haben. Liebe Werteunion, liebe AfD, ist dir das zum Beispiel ein wichtiges Thema? Ich meine, wenn ich jetzt hier an Dr. Hans-Georg Maaßen denke, der kommt ja vom Verfassungsschutz, ist ja genau wie du halt eben auch entsprechender Jurist, der müsste solchen Dingen gegenüber ja halt eben auch offen sein. Weidel ist ja keine Juristin, ich weiß nicht, wen haben die denn da überhaupt als Jurist in der Truppe? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Also das sind ja ganz wichtige Dinge, die man, glaube ich, als Bürger wissen sollte oder die Frage an die Partei stellen muss, um dann zu entscheiden, okay, ich gebe jetzt mal meine Stimme halt eben dieser oder jener Partei, weißt du? Ich glaube, die Menschen sind vielleicht auch manchmal, sie werden hoffentlich durch solche Gespräche oder durch solche Dinge, die du uns hier jetzt hier erzählst, auch ein bisschen angetriggert, weißt du, und gesagt, ah Mensch, du, das ist ein wichtiger Punkt. Da müsste ich ja mal vielleicht mit meinem Politiker oder den ich so im Auge habe, vielleicht mal eine Frage stellen. Kann man ja per E-Mail machen, wie auch immer, wenn du keine Antwort kriegst, weißt du, okay, durchgefallen, ne? Note 6. Genau, das sind ja zwei Fragen, die man durchaus stellen kann. Man kann immer die Ja. Frage stellen, wie haltet ihr es eigentlich mit individueller Freiheit? Weil das ist gerade auch so ein Kipppunkt, dass versucht wird, Freiheit nur noch als kollektive Freiheit zu identifizieren. Und das ist ja das, was wir auch mit Corona in der Corona-Zeit gelernt haben. Es wurde ja Ja. versucht, quasi zu sagen, ja, Freiheit kann sich nur entfalten, wenn kollektive Freiheit gegeben ist, wenn Menschen gesund sind, wenn das Gesundheitssystem nicht ausgelastet ist und so weiter. Ich hätte immer dagegen gehalten, selbst wenn all das, was ihr erzählt habt, in den letzten 3 Jahren stimmen würde, dürfen die individuellen Freiheiten niemals in dem Maße eingeschränkt sein, wie sie eingeschränkt waren. Und wir haben es ja auch in Schweden erlebt, dass es durchaus anders möglich ist. Niemals darf eine Staatsmacht so viel Herrschaftsmacht über die Menschen haben, wie sie hier ausgeübt haben. Das ist Punkt eins. Und das heißt, die Frage, die man stellt, ist, wie steht ihr zur individuellen Freiheit? Und die zweite Frage ist, wenn ihr an die Macht kommt, werdet ihr dann ein Abstimmungsgesetz, werdet ihr dann eine Möglichkeit für Referenden
Und zwar nicht nur positive Referenden, das ist ganz wichtig, mir ist es ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir die Möglichkeit haben, Gesetze einzubringen. Das haben wir in vielen Bundesländern. Das ist ein mühsamer Prozess. Und da bringt man vielleicht mal ein, zwei Gesetze überhaupt, wenn man ein gutes Team hat und viel Zeit hat, im Jahr ein. Es geht mir darum, dass es eine Möglichkeit geben muss, dass die Menschen Nein sagen zu einem Gesetz. Dass wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Wenn so ein Infektionsschutzgesetz wie am 18. November 2020 beschlossen, dass dann mit einem Quorum die Menschen Nein sagen können, um dann mit nach diesem Quorum dann ein Referendum gemacht werden muss über die Frage, wollen wir ein solches Gesetz oder wollen wir das nicht? Weil wenn am Anfang die Menschen hätten Widerstand leisten können, gesetzlich oder rechtlich, Gesetzlicher, hätte es die ja. Masken nie gegeben. Die Menschen wollten die Masken nicht. Und man hat sie ihnen dann aufgezwungen und da wussten wir ja dann wieder mit der Angst, ne, die Maske war ja das Zeichen, das weiß man ja mittlerweile auch, wir wussten es vorher, man weiß auch aus den RKI-Files, die Maske war das Zeichen, um Angst zu machen, damit die Menschen ja einen behaupteten oder echten Virus sieht man ja nicht. Ja, der ist nicht da, den sieht man nicht, aber die Masken sieht man. Also mussten die Menschen Masken tragen, damit der Staat sagen kann, guckt mal, hier ist was ganz Schlimmes im Gange. Und das hätten die Menschen nicht mitgetragen. Und das Wichtige ist, die Frage ist, werdet ihr ein Gesetz schaffen, das es der Bevölkerung ermöglicht, Nein zu sagen? Das ist ganz wichtig. Das sind eigentlich die zwei wichtigen Fragen. Wie stehst du zu individuell, wie steht eure Partei zur individuellen Freiheit? Und ermöglicht eure Partei, wenn sie an die Regierung kommt, der Bevölkerung Nein zu sagen? Sind die entscheidenden Fragen. So, und wenn wer dazu keine Antworten hat oder wer dazu sagt, nee, das machen wir nicht, dem ist, da ist völlig klar, da geht es nur um die eigene Machtpolitik. Die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass die Menschen ihnen reinreden. Die Menschen sollen gefälligst wählen und sollen ab dann ihre Klappe halten. Aber wir haben ja nun mal Situationen, also dass zum Beispiel ein Krieg ausbricht, das weiß man ja nicht, wenn man eine Partei wählt. Ja, als die Menschen die Grünen gewählt haben, haben sie alle gedacht, okay, wir wählen wenigstens die, falls ein Krieg ausbricht, die dann nicht in den Krieg ziehen. Dass sie die Kriegstreiberpartei Nummer 1 gewählt haben, war vielen nicht klar. Stand eigentlich auch so nicht im Wahlprogramm und auch nicht auf den Das Gegenteil. Plakaten, ne? Das Das Gegenteil war der Fall, genau. ja. Dazu arbeiten wir übrigens gerade auch an einem Politikerhaftungsgesetz, aber das ist noch eine andere Frage. Okay. Und der wesentliche Punkt ist, dass eben die Menschen dann Nein sagen können müssen. Und das haben wir nicht. Also wir wählen die und müssen sie dann ertragen. Und dann wird gesagt, ja, es sei doch demokratisch, dass wir sie in 4 Jahren wieder abwählen können. Und das ist so nicht, sondern wir müssen sie auch dazwischen zur Raison rufen, was ja in anderen Ländern auch durchaus möglich ist. Also Ja, das ist ja. jetzt auch, würde auch keine Verfassungskrise auslösen, wenn man eine Regierung wieder abwählt. Wenn man Eben. sagt, schlecht gemacht, Mist gebaut, Ja. nächsten. Funktioniert in der Wirtschaft überall, ne? Ist ja so. Ja, gut, in der Politik macht man halt keine Fehler, ne? Deswegen Nein, braucht man das es ist nicht. klar. Da braucht man ja auch keine Expertise. Letzte Frage. Was möchtest du unseren Zuschauern noch sagen, von dir oder für uns alle? Ach, ja, ich glaube, wir haben relativ viel hier schon Wir besprochen. haben schon eine Das ganze Menge Wichtigste, halt eben besprochen. habe ich ja so ein bisschen auch schon angedeutet, ist, dass ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, bleib bei dir selbst, tu viel für dich selbst. Also Politik ist wichtig, demonstrieren ist wichtig, sich zu informieren ist wichtig, aber das Wichtigste ist, bei sich selbst zu bleiben. Also auf sich selbst zu achten, auf gesunde Ernährung zu achten, auf Sport zu achten, auf einen gesunden Geist zu achten. Also wenn möglich, meditieren oder im Wald spazieren gehen oder was einem auch immer so einfällt. Liebevoll zu seiner Familie, zu seinen Freunden zu sein, all diese Dinge sind viel wichtiger als die Politik, die wir machen, weil ich glaube, dass die Politik auch nur dann gut funktioniert, wenn man gut zu sich selbst ist. Das heißt also, Ja. ich versuche das, gelingt mir nicht immer, aber ich versuche das schon weitestgehend immer gut zu mir selbst zu sein, einen sehr milden Blick auf mich selbst zu haben, mir meine Fehler zu verzeihen. Und das würde ich so sagen, also dass das so das Wichtigste ist im Leben eigentlich, dass man erstmal gut zu sich selbst ist. Marshall Rosenberg von der gewaltfreien Kommunikation würde sagen, also mit sich selbst in Giraffensprache sprechen. Und dann ergibt sich das andere, glaube ich, alles von selbst. Also es ist gar nicht so groß, jetzt geh raus und verändere die Welt, sondern geh in dich und verändere dadurch die Welt. Ja, Ja, das wäre vielleicht genau. so Und dann ein kommt guter das Abschluss. vielleicht nach außen tun von ganz allein. Genau. Ralf, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses super tolle Gespräch. Ich habe Ja, viel danke gelernt, viel gleichfalls. mitgenommen und wünsche dir für deine Aktivitäten und für dein Ich alles, alles Liebe und Gute. Ja, Vielen Dank. vielen Dank. Dankeschön.